Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Witcher 3 Freunde. Mein Name ist Sirius und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich in der letzten Folge, die vermutlich gestern veröffentlicht wurde, mir nicht ganz sicher war, Mensch, wie mache ich denn jetzt hier diese weiteren Waffenbrüder-Quests? Und zwar hier, hilf Hjalmar bei seiner Expedition den Riesen auf Undvik zu töten. Und zwar musste man dafür der Herr von Undvik diese Nebenquest hier quasi aktivieren. Ja, also dann segelt zur Insel Undvik, dann erscheint das halt eben auch hier auf unserer Questkarte. Herzlichen Glückwunsch dafür, dass ich das so gut herausgefunden habe und da auch gar nicht noch stundenlang drüber nachrätselte. So, wird jetzt hier weiterhin, werden hier nur Boote angezeigt? Nein, der Herr von Undvik. Ach, ich muss dann wirklich, muss ich da wirklich erstmal mit einem Schiff hin oder was? Oder kann ich hier schnell reisen? Nein, kann ich nicht. Also muss ich tatsächlich zu einem Boot schnell reisen? Ups, Entschuldigung. Muss ich zu einem Boot und dann darüber fahren oder was? Huiuiuiuiuiuiuiui, das ist aber hier, von wo aus denn dann? Das ist ja mal mega weit, alter Schwede, ey. Ich habe nirgendwo einen Schnellreisepunkt an einem fucking Boot. Tja, okay, also die heutige Folge werden wir uns vermutlich komplett mit Reisen beschäftigen, so wie es aussieht. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Ja. Ich habe zwischendurch auch mal mit so Nebenquest-Heinis gesprochen. Warum wird mir das jetzt die Linie jetzt nach da oben? Also manchmal werde ich echt bekloppt mit dieser scheiß Navikarte. Warum, was wird mir jetzt hier angezeigt, ey? Nach da oben. Hä? Hallo bitte, liebes Navi. Ich dachte, wir wollen da unten hin. Da wollen wir hin jetzt, verdammt nochmal. Zu einem fucking Boot. Wo ist das blöde Boot? Da. Du kommst von hier. Oh! Bin am Netz hängen geblieben. Ich habe zwischendurch auch mal mit jemandem gesprochen, der so eine Nebenquest anbietet. Und bei den Nebenquests ist es ja dann tatsächlich auch so, dass die euch dann sagen, naja, und zusätzlich gibt es auch noch eine ganz schöne Gönnkarte zu gewinnen. VR. Jetzt segel schon. Ich bin auf Grund gelaufen, meine Freunde. Er segelt nicht mehr. Was muss ich machen? Bin ich gegen den Wal gefahren oder was? Ich bin, glaube ich, wirklich auf Grund gelaufen, oder? Ah, jetzt segelt es wieder. Oder bin ich da gegen das Treibgut gesegelt? Hm. So, jetzt geht's aber hier voll Dampf voraus. Und mit einem Superspeed geht's jetzt hier quasi ab über die Map. Sind lediglich 2 Kilometer. Wal voraus! Oh, wie geil das ist! Können wir jetzt schon ins Wasser springen? Wo ist der Wal? Müsste der Wal mich so verschlucken, oder? Dann würde ich mir die Hose machen vor Schiss. So. Na. Ist dann vielleicht auch... Ich weiß gar nicht, ob der... Hallo, Geralt! Also mit Schwimmen hast du es nicht so, ne? Ich will jetzt nicht meckern. Jetzt sag nicht, er kann nicht ins Boot einsteigen. Ist er doof oder was? Doch. Es fiel ihm nur ein bisschen schwer, ins Boot einzusteigen. Entschuldigung. So, jetzt schleicht er sich so ganz gemächlich auch mal darüber. Und vielleicht finden wir nochmal den Wal. Oder vielleicht gibt es den Wal auch gar nicht unterirdisch, sondern ist einfach nur so, naja. So, jetzt mach hier mal Volldampf. Ja. Gucken, da machen wir hunderte von Metern in der Sekunde quasi. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das mit dem Wal auch nur so ein... das habe ich immer noch nicht behoben, dieses automatische Zentrieren von der Kamera. Also wenn ich jetzt zum Beispiel euch hier so eine seitliche Ansicht zeige, hups, also der schwenkt, Moment, ich tue ihn mal so wie ich das gerne hätte, nehmen wir mal an, so hätte ich das gerne. Und jetzt schwenkt die Kamera von alleine rüber. Und da gibt es halt, Uiuiui, hier ist aber ganz schön was los, ey. Das sind aber eine Menge.
Eine Menge Jungs, die da rumfliegen. Gabelschwänze. So, wo musste ich denn hin? Also hier durch diese kleine Enge könnte ich fahren, ne? Kriege ich hier nicht so einen Schnellreisemarker, wenn ich da einmal war oder irgendwie sowas? Sollte ich da mal vorsichtshalber mal aussteigen? Wenn die jetzt angreifen, sind wir schon ziemlich geliefert, oder? Ich glaube schon. Besinnliches Bootsreisen mit Sirius. Lehnt euch einfach zurück. Genießt Ruhe, Stille, Frieden. Bei diesem wundervollen Let's Play zum Entspannen. Schließt eure Augen. Stellt euch vor, wie der Wind durch eure Haare gleitet, während ihr gemeinsam mit dem Hexer unter Gabelschwänzen und dem warmen Sonnenlicht dahin gleitet. Ach, das sind gar keine Gabelschwänze, sehe ich gerade. Aua! Habe ich mir aber hier wieder eine Route ausgesucht, oder? Ich muss sagen, die skellige Inseln habe ich auch echt so gut wie nicht erkundet oder erforscht oder so, ne? Kommt man hier gar nicht raus? Oh, das ist schon ziemlich... Ich stecke hier im Felsen fest. War das so gedacht, dass man hier nicht, Ups! Ich wollte gar nicht aussteigen, was soll das? Das kannst du hier nicht tun. Ja, natürlich kann ich das, du siehst doch, dass ich aussteigen konnte. So. Hier bin ich. Seht mich an. Den Hexer. Jetzt habe ich euch aus eurer Meditation gerissen, ne? Ich markiere mich mal hier einfach mal. Mach mal hier einen Wegpunkt. Lutscher. So. Darüber. Wie komme ich denn darüber? Kann ich da hinten irgendwo hochklettern? Das sieht mir alles nicht so aus, als wenn ich da hoch könnte überhaupt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich das... Muss ich... Ach, hätte ich drum rumfahren müssen wahrscheinlich, oder? Ich wollte eigentlich ganz gerne mal hier auf diesen... Das Dörfchen da oben besuchen. Mal gucken, ob ich hier rumlaufen kann. Weil da auf der Seite lag ja auch nochmal ein Boot. Das scheint mir jetzt der schnellere Weg zu sein. So, das sieht doch gut aus. Hier bin ich schon oberhalb vom Dörfchen. So, Moment. Da bin ich im Dörfchen. Guten Tag. Hallo. Ich bin ein Hexer. So, was seid ihr hier für welche? So, gucken. Hier ist ein Amboss. Und ein Schleifstein. Die Gegenstände wurden auch gewertet. Wenn meine Augen mich nicht täuschen, bist du der weiße Wolf. Krieger, Liebhaber, außergewöhnlicher Philosoph. Also eigentlich nur Liebhaber, aber naja. Und Freund des Großmeisters Rittersporn persönlich. Großmeister Rittersporn? Genau. Der dir ein Denkmal gesetzt hat, das länger hält als Bronze. Wenn du ihn triffst, weißer Wolf, bestell ihm bitte, wie sehr ich, Sigurd, seine zahlreichen Errungenschaften würdige. Oh, ich werde ihm bestimmt mitteilen, was ich von seinen Geschichten halte. Es wäre eine Schande, einen solchen Künstler zu zensieren. Ich bin zwar Schmied, doch auch ich versuche mich mit Worten. Er kann ein Schwert umschmieden? Wir können Präzisionsbolzen schmieden lassen. Wollen wir das mal machen? Wofür das auch immer gut sein soll. Ansonsten kann er hier, ist ja keine Rüstungsschmied, ne? Das ist hier gefährdetes Holz. Was wir alles hier für eine Scheiße haben, ne? Plunder. Okay. Reparieren. Ist ja alles noch okay eigentlich, ne? Verbesserung oder entfernen. Also nur Verbesserungen entfernen. Aber das brauchen wir eigentlich ja nicht. Zerlegen, Handwerk, Handeln. Mal gucken, was der Kollege... Ich habe zum Beispiel ja überhaupt keine bessere Armbrust jemals gekauft.
Präzisionsbolzen. Andere Zeichen, das brauche ich alles nicht, oder? Brauchen wir irgendwas davon? Wenn wir irgendwas davon gebraucht hätten, hättet ihr das jetzt vorher sagen müssen. Warum spielen wir nicht Karten? Bis dann. Und dann sagt er, oh, ich spiele schon Karten, seitdem ich 2 Jahre alt bin und habe allen hier auf dieser Insel das Kartenspielen beigebracht. Und dann ich so, wir spielen doch nicht. Oh weh, Rumtreiber. Was soll das denn heißen, Rumtreiber? Ich hätte jetzt gedacht, hier taucht dann auch irgendwie vielleicht nochmal... Naja, ist auch egal. So, Leute, los geht's. Ich habe ein Schiff geklaut. Das stört hier auch gar keinen, wenn man hier so ein Boot mitnimmt, oder? Oh yeah, und los geht's. Oh Mann, jetzt haben wir schon 10 Minuten lang, habe ich einfach irgendwas gespielt, was gar nicht spielenswert war. Beziehungsweise was so... Aber so geht das halt in dem Spiel, ne? So ist es halt, wenn man bei einem Open-World-Spiel viel hin und her reist. Da habe ich neulich schon mal drüber philosophiert, wo es darum ging, weiß man denn schon, wie groß die Karte sein wird? Von irgendwas, jetzt egal von welchem Spiel. Und da habe ich nur darauf geantwortet, nee, weil das ist ja im Grunde genommen auch ganz egal, weil zum Beispiel die Größe von der Karte jetzt hier, also dass ich jetzt noch 1200 Meter auf diese Insel rüberfahren muss, oder vorhin waren es ja 2000, wo wir gestartet sind, das bringt ja gameplay-technisch nicht sonderlich viel. Das fühlt sich hier halt frei an und so, alles gut und schön. Aber verlängert natürlich auch einfach die Spielzeit immens. Aber hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob das Spiel qualitativ besser oder schlechter ist oder irgendwie sowas. Das konnte man eigentlich ganz schön bei Uncharted 4 ausmachen. Ein Spiel mit einer sehr kleinen Spielwelt, die aber optisch sehr, sehr groß aussah. Also wir hatten ja immer diese sehr schönen Blicke rund um diesen Dschungel und solche Geschichten. Und fährt der überhaupt mal schneller? Und das sah ja jedes Mal toll aus und du hast das Gefühl, du bist in einer riesigen Welt, aber die Welt, in der du rumgelaufen bist, war ja eigentlich noch relativ klein. Ein Schmugglerversteck. Das kann man hier einsammeln, die Scheiße. Machen wir nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will da sehen. Guck mal, da hinten taucht so eine Burg auf. Das sieht viel cooler aus. Seht ihr das schon so am Horizont? Aber das freut mich jetzt wieder, dass ich so in so Gegenden gerade rumreise, die ich vorher nicht bereist habe und... Hau! Naja, wir sind ja auch relativ nah dran an Level 22, welches vorgeschrieben ist oder empfohlen wird für den nächsten Schritt im Ciri, im eigentlichen Ciri-Hauptabenteuer. Ja, das bringt natürlich hier levelmäßig auch relativ wenig Punkte, muss ich gestehen, wenn ich hier die ganze Zeit eine Stunde übers Wasser fahre. Ich wünschte, die hätten das mit dem Fast Travel noch so gemacht, dass man überall hin hätte Fast Traveln können. Kann ich das eigentlich auch vom Boot aus aufnehmen? Nee, ne? Da muss ich wirklich für aussteigen. Also wenn ich nichts anderes zu tun hätte, ne? Kurzer Blick auf die Karte vielleicht. Das war und da noch und so total verrudern. Okay, also ist eigentlich... Wo war das Schloss? Hier ist das Schloss, auf das wir so zufahren. Und das Gebiet ist einfach da. Ist also im Grunde genommen egal. Können auch hier durch diese kleine Enge fahren und dann, dann da ran, ne? Das machen wir einfach mal. Ganz schön viele Schiffswracks, ne? Das ist aber eine sehr arg kleine Enge, oder? Nee, das, nee, also beim besten Willen nicht, Leute. Kann das Schiff eigentlich rückwärts? Kann das Schiff wirklich nicht rückwärts? Könnte sich hier so langsam drehen? Ah, jetzt manövriere ich mich vorsichtig wieder raus. Ja, sehr gut gemacht. Schön, wie ich mich selber lobe, oder? Das ist so, wenn das da sonst halt keiner bei dem Let's Play macht, dann muss ich ja wenigstens ab und zu mal sagen, hey Sirius, das hast du aber jetzt schön gemacht, Sirius. Also wirklich, das hätte jetzt keiner schöner gemacht als du. Das hast du wirklich ganz, ganz schön gemacht. Guck mal, der Turm da hinten erinnert auch an Skyrim, ne? Hey! Wieso habe ich 100 Punkte erhalten? 100 Punkte für eine Stunde segeln. Neue Quest, der Herr von Undweg. Okay, ziemlich viele Monster hier.
Was sind das da für Viecher überhaupt? Auf dem Skelligen gibt es, glaube ich, schon nur so eher so härtere Monster, ne? Kann das sein? Level 19. Ey, ich sitze in einem Boot, ihr Penner. Jetzt setz dich wieder hin, Geralt! Nee. So, der Herr Hexer. Kannst du mal aus von dem Boot runtergehen, bitte? Geralt! Ach Gott, ey, wie ich das hasse manchmal, ne? So, ich bleibe jetzt anscheinend hier erstmal eine Stunde auf dem Boot stehen. Ah, jetzt hat's mich vom Bord gehauen. Das ist doch schon mal wenigstens was wert. So, okay. Ihr Vogelflatterviecher, ihr. Monsterzart, Lamia Haarlocke. Okay. Sind das wichtige Viecher, die wir hier getötet haben? So. Jetzt frage ich mich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Plötze rufe, kann mir irgendjemand sagen, wo das Pferd dann auf einmal herkommt? Das telepathische Super-Hinbeam-Pferd überhaupt. Ich fahre alleine mit einem kleinen Boot auf eine weit entfernte Insel und wer ist da? Das Pferd. Schon lange bevor ich ankomme, ne? Das ist auch ein fantastisches Pferd. Ein fantastisches Pferd sozusagen. Ja, hervorragendes Pferd. So, jetzt haben wir hier zumindest schon mal so eine Schnellreise. Pinoppel freigeschaltet. Verbesserte Waffen nur noch für 8 Minuten. Das heißt, das blöde Pferd muss mal ein bisschen schneller laufen. Kommen Sie, Frau Gaul, machen Sie hier mal ein bisschen hin. Weiter so, Plötze. Und fall nicht runter, Plötze, wollte ich auch noch sagen. Hört sich hier unheimlich an. Na komm, mach schon. Ich hab doch gesagt, nur noch 8 Minuten. Jetzt sind schon nur noch 57. Meine Güte. Pferd, du. Gib doch hier mal einfach mal Gas. Achso, langsam meine ich. Langsam. Doch eigentlich ein ganz netter, friedlicher Mensch, der da, also ein bisschen größerer Mensch, der seine Vögel füttert. Was soll das? Ein Tierliebhaber angreifen zu wollen. Erkunde mit Hilfe deiner Hexersinne die Ruinen von Orkska und suche nach Anzeichen für Hayalmars Anwesenheit. Okay. So, nur mal so vorsichtshalber, man weiß ja irgendwie nie, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Riesenspuren. Ja, wir haben den Riesen doch schon gesehen, du Pflaume. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenn ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeife, meinem Jungen mit der Pfeife. Nach meinem Bett, worin liegt mein Bild hübsches Weib. Wohnt?
fort. Der Wind peitscht. Und der Riese in dem Schiff, oder was? Es zeigt höchste Zeit, kurz auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Ach, den hätte ich gerade finishen können. Ich glaube, das wird dem Riesen nicht so gefallen, wenn ich hier alle seine Lieblingsvögel abgeschlachtet habe. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, dass er das nicht so gut findet. Oh, den habe ich sogar in der Mitte durchgehauen. Die Stehen sehen mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, worin liegt mein bildhübsches Weib? Mit schwindenden Kräften mein Atem mir stockt. Quest aktualisiert. Okay, irgendwas zeigt uns ja an, dass wir hier den Weg entlang laufen sollen. Obwohl ich kann, eigentlich kann man bei sowas ja lieber querfeld einlaufen, oder? Und prompt laufe ich natürlich dagegen. Oder gegen irgendwas. Nur noch 5 Minuten verbesserte Waffen, meine Freunde. Nur noch 5 Minuten. Wohin laufe ich überhaupt, bitte? Kann mir das mal eben ganz kurz einer sagen? Okay, da rein. Okay. So, jetzt hätte ich mal das olle Pferd rufen können. Wo ist das überhaupt hin? Und Riesenfüße. Sie sind zu den Höhlen gerannt. So, wo sind die Höhlen? Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Okay. Höhlen in den Bergen als Schutz vor den Riesen. Der Riese sah aus wie so ein harter Endboss, oder? Das könnte schon eine schwierige Hausnummer werden, wenn wir den jetzt erschlagen müssen, muss ich gestehen. Obwohl der vom Level her ja eigentlich meinem Level entsprechen sollte beim Kampf. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Noch eine Spur. So, ja, ist tief und nu. Ah, ich habe die Armbrust gar nicht mehr ausgerüstet. Muss ich das wohl mal eben machen. Habe ich überhaupt noch eine Armbrust? Nö, ich habe gar... Doch, da ist eine. Da. So, und jetzt kann ich da hier... Ich hatte auch diese neuen Bolzen gemacht. Wo sind die? Durchbohrung, Breitkopfbolzen. Bolzen mit Köder. So, wir wollen mal gucken, ob wir jetzt da so ein Vieh mal abschießen können. Kommt natürlich keins rauf. Ja, komm hoch. Kommt natürlich keiner mehr von den Scheißviechern, ne? Ach, dann leck mich. Muss ja woanders hergehen, ne? Pfeil zeigt ja da nach rechts, aber gab es hier einen anderen Weg? Nein. Vielleicht einen Weg außenrum? Nö, auch nicht. 79 Meter. Okay. Da soll ich hin. Aber ist das denn oberhalb? Sieht mich
nicht so aus, als wenn ich darüber könnte. Sieht schon so aus, als wenn ich... Mein, das Spiel hat uns ja auch hier hingeführt. In die Höhle. Ich springe jetzt trotzdem einfach da runter. Speichere jetzt mal eben. Ach klar, na Wasser, na sowas. Headshot! Bringt jetzt leider nicht viel, aber ich wollte mal einen Headshot gemacht haben, sagen wir mal so. Okay, was ist das? Ich lasse mal die Fackel aus. Ist halt dunkel hier. Ich glaube, das geht auch so zum Gucken. Irgendwie ein bisschen okay, oder? Irgendwas. Glühendes Eisenerz. Irgendwie bla bla. Bisschen Zeugs. Was ist das hier? So, und verdammt nochmal, wo muss ich her? Da geht's ja einfach nicht weiter. Ne, da geht's nicht weiter. Ich habe jetzt schon gedacht, da müsste ich vielleicht doch hochklettern. Ob ich das hasse, wenn wir so den Weg suchen müssen, ne? Weil wir müssen ja irgendwo... Jetzt nehme ich doch die Fackel, so. Weil wir müssen ja irgendwo hochkommen. Jetzt bin ich schon hier runtergesprungen. Also entweder könnte uns jetzt hier mal jemand über den Weg laufen, der sagt, ach hör mal, ich helfe dir. Geschickter Hexer hätte jetzt die Fackel hochgehalten. Geralt nicht. Oh, guck mal, was ist das? Tauchen, 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 tauchen. Nur tauch doch! Ich habe letztens gelesen, wie sich eine Spielejournalistin über die... Oh, schöner Runenstein. Wie sich eine Spielejournalistin über die Tauchsteuerung von Lara Croft beschwert hat. Die ist ja mal Gold gegen die Tauchsteuerung von, vom Hexer. Die vom Hexer ist mal richtig scheiße. Muss ich leider sagen. Toll. Oh, hier war noch irgendwas. Hab ich gar... Oh, was ist das? Muschel? Toll, da liegt ein Toter und dann nehme ich eine Muschel auf. Das ist ja auch wieder ein sinnvolles Feature. Ja, Geralt gefangen in der Tropfsteinhöhle. Da unten war noch irgendwas. Da drüben. Sind die alle abgesoffen oder was? Na, wir nehmen ihnen nur irgendwelche Scheiße ab. Also da. Dafür lohnt es sich jetzt nicht. Hier in dieser Höhle rumzulaufen. Ach, guck mal, hier könnte ein Weg hoch sein, oder? Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Aha, hätten wir mal vorher schon die Fackel genommen, oder? Nee, an der Stelle waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Also, weil so hell, auch, guck mal, auch ohne Fackel, so hell war es hier halt früher irgendwie nicht. So, direkt mal hier alles wegplündern und so. Was die hier haben liegen lassen. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Okay. Ist das ein Harpier? Oh, ey, das mit der Fackel, ne? Mit diesem An und Aus und An und Aus und so. Das ist echt furchtbar. Achso, konnte ich da gerade was untersuchen, oder? Ne, konnte ich nur Feuer machen.
Blut wieder. Auch überall Blutspuren. Leiter. Also die Höhlen waren auf jeden Fall hier wirklich gut ausgebaut, könnte man vielleicht höchstens noch zum Besten geben. Überall die toten Federviecher. Und wir scheinen aber auf dem richtigen Weg zu sein, glaube ich. Hängt ihr irgendwie fest oder hattet ihr einfach noch keine Lust loszulaufen? Oder was war da los mit euch? Uah. Alles sind so Platzviecher. Oh mein Gott. Schnell weg. Sehr ekelhaft. So, die bewegen sich jetzt aber richtig da. Na, das hat ja viel gebracht. Schmiede des Clan Tadokhoch. Uah. Oh, das hat mich aber gerade fast da, ne? So, was war da? War die Schmiede da unten? Oder war die Schmiede hier da oben, wo auch das Zeichen war? Ne, da, wo das Zeichen war, oder? Eben gucken, oder war hier noch irgendwas? Ne. Okay. Oh, 31 Minuten, meine Freunde. Und das da, wo wir gerade ankommen. Dann wisst ihr aber, dass es in der nächsten Folge richtig ordentlich was zu sehen gibt. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gehe ich jetzt schlafen oder spiele ich weiter? Haut rein.